So, da sind wir wieder. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig im Kopf. Ja, so. Also, wir müssen auf jeden Fall erstmal rein. Dazu müssen wir erstmal sowieso hier hoch. So, dann nehmen wir erstmal hier die Abkürzung. Ich glaube mal, das sollte relativ kein Problem sein. Fick dich. Dann nehmen wir hier noch die Abkürzung. So, und hier geht es in das eigentliche Gebäude rein. Da müssen wir ganze 500 Yen bezahlen. Alter, das war gerade ein Zehntel des Gewinns, den wir bekommen haben. So, darfst du im Pokémon so viele Pokémon fangen, wie du möchtest. Nee, wohl eher so viel du kannst, ne, du kleiner Streber-Wichser. Möchtest du auf die Jagd gehen? Ja. So. Hier verwenden wir spezielle Pokébälle. Ach so, schön, dass ich es jetzt erfahre, nachdem ich den Kaufvertrag eingewilligt habe. Das ist Betrug. Ash erhält 30 Safari-Bälle. Wir rufen dich über die Lautsprecher auf, wenn deine Fangzeit abgelaufen oder deine Vorrat an Fahrzeugen erschöpft ist. Siehst du, von wem man kann so viele fangen, wie man möchte. Man kann maximal 30 fangen. Bitch. So, und wir müssen jetzt hier hoch. Dann hier lang. Ja, die ganzen Pokémon interessieren mich eigentlich alle gar nicht. Wir haben unser Team bereits. Unser Team ist komplett am Arsch. Ich finde Carbon. Wir hätten vorher vielleicht unsere Tasche lernen sollen. Wäre das klug gewesen? Dezent. Übrigens, der Fang ist hier absolute Katastrophe. Also wer hier einen Pokémon fangen möchte, der kann nicht ganz dicht sein. Da kannst du dich gleich foltern lassen. Ja. Top-Genesung. Hm. So, jetzt müssen wir runter. Hier müssen wir in die Wiese. Und dann jetzt hier hoch. Und dann hier runter. Und dann hier wieder hoch. Gab's hier was? Hier gab's nur noch Pokéball, oder? Also ein Item. Ne, gab's nicht, okay, nicht. Und das Wind wäre egal. Ach, hier gibt's noch einen Ball. Okay. So, hier geht's dann wieder runter. Am Ende des Wegs ist ein Weg. Und damit sind wir schon im letzten Bereich. Nein, es war so klar. Okay, dann schmeißen wir Pokéflöte weg, die braucht keine Sau. Wir brauchen, glaube ich, zwei freie Slots. Das heißt, wir schmeißen Ah, 40. Schädelwumme brauchen wir auf keinen Fall, kann also weg. Ja, normalerweise würde ich es verkaufen, aber kein Bock gerade. So, was bist du? Megasauger? Weiß ich gerade nicht, wie gut das ist. Eierbombe. Kann direkt weg. So, jetzt haben wir wieder zwei Plätze frei. Goldszene. Genau, das brauchen wir nämlich auf jeden Fall. Was bist du? TM32. Ja. Ich glaube, das brauchen wir. Mal gucken, was das ist. Doppelteam ist tatsächlich eine gute Attacke. Da müssen wir mal eine andere wegschmeißen. TM20 zum Beispiel. Raserei ist auch eine gute Attacke.
Sternschauer. Wir haben kein Pokémon, wo das was bringt. Ist aber trotzdem an sich eine gute Attacke. Da gucke ich mal lieber, ob wir was anderes haben, was weniger sinnvoller ist. Wir haben zweimal Mega-Sauger? Achso, nee, ist die Attacke von hier oben. Ah gut, okay, dann kommt. Mal gucken, vielleicht können wir hier irgendwas anderes wegschmeißen. Silscope. Silscope können wir eigentlich wegschmeißen. Silscope brauchen wir nicht mehr, soweit ich weiß. Sonderbonbon, X-Treffer, Pokéflöte, Eisen, TM, Profi-Angel, Carbon, Top-Gemäßer, Protein, Goldzähne. Gucken wir mal nächste Folge. Oder, warte mal, wie lange geht die Folge eigentlich schon? Ah doch. Warum sind die alle so groß und die beiden so klein? Mach ich hier was falsch? Eine Viertelstunde? So, da sind wir wieder. Oh, okay. Die wird jetzt aber 6 Minuten. Wann haben wir denn angefangen? 34, 16. Oh, okay. Wir gehen jetzt aber 6 Minuten. Wirklich toll. Gut, dann machen wir natürlich weiter. Was schmeißen wir denn weg vor Schreck? Aufwecker können wir wegschmeißen. Aufwecker, da gibt es später eine Top-Genesung. Wobei, nee. Ich schmeiß den Silscope weg. Von wegen zu wichtig, wir brauchen es nicht mehr. Ich krieg eine Krise. Ich krieg grad eine Krise. Nee, damit tun wir auf jeden Fall nicht. Okay, komm, wir schmeißen den Sternschauer weg. Endlich! Du bist der Erste, der das versteckte Haus gefunden hat. Ich dachte schon, niemand würde den großen Preis jemals gewinnen. Glückwunsch! Du hast gewonnen! Ich gewinnt den Pokal! Was? Nein, vor allem 3. Yay! So, jetzt können wir eigentlich hier laufen, bis wir grau werden. Dann! Die Zeit ist um. Deine Safari-Tour ist beendet. Vorüber. Ist das Gleiche. War die Jagd erfolgreich? Besuch uns bald wieder. Na, garantiert nicht, Digga. Für deine 500 Yen kannst du dir mal schon die Haare schmieren, Alter. Du Penis, ey. Pokémon. So, dann gehen wir mal zuallererst hier in das Lickhaus. Denn die Goldzähne sind natürlich nicht für uns, ja, sondern für den netten Herrn hier, der Wächter der Bewachten. Es gibt den Wächter die Goldzähne. Der Wächter setzt. Achso. Der Wächter wird das Gebiet sein. Wärter. Danke, Junge. Niemand hat doch nur ein Wort von mir verstanden. So konnte ich nicht arbeiten. Nimm das für deine Mühen. Und schon wieder VM. Ja, leck mich am Arsch. Jetzt haben wir, glaube ich, Surfer und Stärke bekommen. So, jetzt gehen wir erstmal zum Pokémon Center und laden mal hier ein paar Items ab. Wir sind viel zu voll. Wir können natürlich die VMs, können wir gleich mal ein paar Pokémon beibringen. Item.
Surfer, genau. Surfer bekommt natürlich Shiggy. Und Stärke gebe ich eigentlich über Glurak, also hier Clotexo. Glut, Raserei. Ach, wir haben Raserei bereits. Fuck. Kratzer, Silberblick. Silberblick ist, glaube ich. Ach, komm, weg damit. Wir benutzen Clotexo eh nie wieder. Weg damit. Penis. Wir haben uns ja darauf, geeinigt, später Arcus Hapros und Lavados zu benutzen. Von daher können die anderen vier Pokémon eigentlich weg. Die braucht keine Sau mehr. Sind nur noch Ballast. Nein, ich möchte nicht Bill, ich möchte Bill Gates. Nein, nicht aufnehmen. Oh, Herr im Himmel. Wir lagern erstmal alles. Nein, die Lagerkapazität ist aufgebraucht. Gut, dann müssen wir was verkaufen. Trank, 8-mal auf jeden Fall, weil Trank bringt gar nichts. Trank ist so komplett useless wie, ja. Pokébälle brauchen wir auch nicht mehr. Die einzigen Pokémon, die wir noch fangen wollen, ist Mewtwo, da gibt es den Meisterball. Und Arceus und Zapdos und Lavados, da brauchen wir mit Pokébällen nicht anfangen. Dann nehmen wir den Superbälle. So, Gegengift. Weiß ich nicht, können wir lassen. Angel, TM, Sonderbonbon, Fluchtseil. Fluchtseil können wir... Nutze ich eh nie. Ich habe noch nie Fluchtseil genutzt in meinem gesamten Leben. In meiner gesamten Karriere als Fluchtler. Mondstein können wir eigentlich auch verkaufen, nutze ich auch nie. Wir haben kein Pipi oder ähnliches, von daher weg damit. Helix-Fossil können wir, glaube ich, nicht verkaufen. Top-Trank. Äther und Top-Trank können wir... Komm, ich verkaufe jetzt erstmal alles. Wenn wir später vor der Liga sind, kaufe ich eh die Sachen nochmal neu. Und die einen, die wir jetzt hier haben, zu lagern, bringt nur Platzverschwendung. Von daher lassen wir das mal. Superball nehmen wir auf jeden Fall. Top-Ether zweimal belassen wir auch. Karte, VMTM, Fahrrad, Münzkorb. Nugget auf jeden Fall verkaufen, dazu sind die da. Die geben richtig Schotter, richtig Cash, richtig Money. Hypertrank, Supertrank kann weg. Selbst Hypertrank kann, glaube ich, weg. Da kriegen wir später Stärkeres. Ja, kann sowieso weg, weg. Da war nur eins von daher. X-Treffer würde ich gerne behalten, Aufwecker auch. Pokéflücke, Superangel, TM, Profiangel, zurück. So, hören wir mal ganz kurz. Ne, wir verkaufen erstmal. Ne, machen wir nicht. Ne, machen wir doch. Ne, machen wir nicht. Doch, wir legen erstmal ab. Ablegen. TM6. Ne, Carbon. Verkaufen wir. Top-Genesung. Können wir ablegen. Protein, weiß ich gar nicht, was das macht. Du auf jeden Fall ablegen. Du auf jeden Fall ablegen. Du auf jeden Fall ablegen. Protein. Hm. So, haben wir jetzt noch irgendwas, was wir aufnehmen können? Nö, alles andere haben wir schon durchgeguckt. Okay, okay. Gut, dann können wir jetzt zum Pokémon Center gehen. Quatsch, zum Markt. Wo ist denn hier Markt? Ist hier Markt? Ach da oben. Ernsthaft jetzt? Oh, alter Pikachu, deine Mutter. Oh, Pikachu. Alles deine Schuld. Warum bist du nur auf die Welt gekommen? Kann ich dir helfen? Verkaufen. Carbon. Protein. Trank. Pokéball. Fluchtseil, Mondstein, Äther, Top, Nagel, Supertrank und zurück kannst du auch verkaufen. Kannst du auch haben. So, wir haben alles verkauft, inklusive zurück.
Ab jetzt gibt es keinen Weg mehr zurück. So, Pokémon. Sehr schön, jetzt haben wir wieder ein leeres Inventar. So muss das sein. Genau, jetzt haben wir an VMs, müssen wir jetzt eigentlich alles haben. Aber warte mal ganz kurz. Also, wir haben Zerschneider. Wir haben Stärke. Wir haben Blitz. Ja doch, wir haben Fliegen. Und wir haben Surfer. Alles da. Sehr geil das Ganze. Sehr, sehr geil. Ja. Mir fällt gerade ein, wir brauchen später noch eine VM-Schlampe. Fällt mir gerade mal so ein. Wenn wir nicht mit dem Ganzen hier später in die Liga wollen, dann müssen wir irgendjemand anderen die ganzen VMs beibringen. Und in der Liga brauchen wir, glaube ich, alle. Also alle. Alle. Wobei, stimmt gar nicht. Nee, das stimmt gar nicht. Wir können in die Liga, können wir schon mal rein mit den Pokémon, die wir jetzt haben, bis zu den Fantastischen Vier. Und dann wechseln wir am besten erst vor den Fantastischen Vier auf Arctos, Zapdos und Lavados. Das müsste dann eigentlich klappen. Und davor brauchen wir sie auch nicht. Davor reicht das Metbook komplett aus. Von daher, und davor ist auch der Bereich, wo wir die Dinger hier brauchen. Bei den Fantastischen Vier brauchen wir die VMs alle nicht. Das ist nur dafür, um überhaupt erstmal zur Liga zu kommen. Von daher würde ich mal sagen, bleiben wir doch erstmal so, wie wir sind. VM-Schlampe brauchen wir nicht. Dann passt das Ganze. Wollen wir jetzt das Kopf hier, ne? Schau mit V.